Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Mobicool FR40, denn wie vielen ja bekannt ist das eine ziemlich tolle Kühlbox, die auch wirklich gute Leistung bringt, aber die Kühlbox oder vielmehr der Hersteller hat am falschen Ende gespart, denn hier ist ein richtig billiger China-Lüfter eingebaut worden, der den Kompressor kühlen soll und die Abluft nach draußen bläst. Wir sind der Meinung, dass das nicht sein muss und viele Leute beschweren sich tatsächlich, dass man mit dieser Kühlbox nicht in einem Raum schlafen kann und das ist eigentlich so der größte Minuspunkt von dieser tollen Kühlbox. Wir haben jetzt eine Lösung für dieses Problem gefunden. Wer sich allerdings für Leistungstest und einen ausführlichen Bericht über diese Kühlbox interessiert, der schaut hier einfach mal ganz oben in die Infokarte. Da habe ich mein Video darüber schon verlinkt. Das Problem mit dem Lüfter können wir in wenigen Schritten ganz einfach ohne Löten realisieren und aus der Welt schaffen. Ich habe mir da ein paar Gedanken zu gemacht und der erste Schritt ist, ich habe mir einen Arctic Freeze P12 Lüfter gekauft. P12 steht für 120x120mm, das ist auch die Größe, die jetzt aktuell verbaut ist. Und damit das Kabel erstmal von dem Lüfter reicht, brauchen wir auf jeden Fall eine Verlängerung. Und hier würde es jetzt schon theoretisch losgehen, man lötet rum und da bin ich jetzt gar nicht so der Fan von. Und außerdem sind die hochwertigeren Lüfter meistens alle jetzt mit 3-Pin oder 4-Pin Steckern ausgelegt. Auf dem Board, das wir hier aktuell in dem Kühlschrank verbaut haben oder in der Kühlbox verbaut haben, ist ein 2-Pin-Anschluss, sodass wir das da auch nochmal reduzieren müssen. Und jetzt haben wir hier ein wunderschönes Adapterkabel, das von 3-Pin auf 2-Pin reduziert und zugleich verlängert das auch nochmal unser Lüfterkabel und somit müssen wir überhaupt nichts löten. Wir müssen nur am Ende hier auf dieses Steckerkabel einmal zwei Buchsen dran klemmen oder drauf krimpen. Und dann hat sich die Geschichte auch. Somit erhalten wir auch weiterhin die Garantie, denn sollten wir ein Garantieproblem haben, sodass wir die Kühlbox zurückschicken müssen, können wir ganz einfach das zurückbauen und das in relativ wenigen Schritten und das sollte nicht mehr als 5 Minuten dauern. Jetzt aber genug geredet, ich fange einfach mal an und falls ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare und vergesst nicht die Bewertung für dieses Video. Mobicool hat uns hier den Umbau extrem erleichtert, wir müssen lediglich mit einem ordentlichen Kreuzschraubenzieher diese drei Kreuzschrauben öffnen und dann einfach vorsichtig die Klappe oder die Abdeckung der Steuerung abhebeln. Im nächsten Schritt öffnen wir hier einfach die zwei ganz normalen Lüfterschrauben. Die benutzen wir dann auch einfach wieder, um den neuen Lüfter einzubauen. Die haben eine schöne Länge und somit wird das auf jeden Fall einwandfrei funktionieren. Wir lösen einfach den Lüfter. Wichtig ist, dass die Luft dann in den Kompressor oder durch das Kühlgerippe zu dem Kompressor hingeblasen wird. Und jetzt seht ihr schon, das wurde schön verkabelt. Da machen wir jetzt einfach den Kabelbinder auf. Wir schauen darauf, dass wir kein Kabel durchschneiden. Und jetzt können wir ganz einfach den Lüfter hier unten vom Board abstecken. Als nächstes montieren wir hier den neuen Lüfter. Wir nehmen wieder die alten Schrauben und bauen ihn ganz einfach, wie gehabt, an das Blech. Als nächstes packen wir unser Adapterkabel aus. Das sieht jetzt so aus. Wir können hier unseren Lüfter anstecken und hier gehen wir dann aufs Mainboard. Den Stecker schneiden wir einfach kurzerhand ab. Und den Lüfter schließen wir einfach an den Stecker an. Das hält auch sehr gut und ihr seht, hier wird reduziert auf 2-Pin. Ich habe jetzt hier die Hülsen drauf. Schön mit Hülse nochmal, damit man Berührungsschutz hat, auch gegeneinander. Und das fädeln wir jetzt einfach mal hier wieder durch. So. Ihr seht schon, durch meine Verlängerung haben wir jetzt Spielraum
Wir können das dann auch hier wieder ordentlich zusammen machen. Und jetzt stecken wir das einfach mal an. So, jetzt tun wir das einfach wieder hier so zusammen machen. Den Lüfter tun wir dazu mit etwas Spielraum. So. Und dann gehen wir hier einfach noch einmal mit einem Kabelbinder rum. Mal schauen, ob es auf Anhieb klappt. So, den Lüfter schön mit Spielraum verlegen. Einmal ein bisschen festmachen. Den Kabelbinder wieder abschneiden. Und schon habt ihr es. Lüfter ist verbaut, alles ist fest, alles hat seinen Platz. Und jetzt drehen wir das einfach wieder um. Schaut darauf, dass die Kabel sich nicht quetschen. Aber das sollte, wenn ihr alles ordentlich gemacht habt, kein Problem sein. Und ihr könnt den Deckel draufklipsen. Wenn alles ordnungsgemäß zu ist, dann schraubt ihr einfach die Schrauben wieder rein. Überdreht sie nicht. Und mein Tipp, geht einmal hier am Rand entlang, schaut, ob alles sauber eingerastet ist, dass hier alles wieder eben und bündig ist. Und dann hat sich das auch schon erledigt. Wir sind jetzt auch schon am Ende angelangt. Wir haben diese Kühlbox in wenigen Schritten zu einer echt leisen Kühlbox umgebaut. Wir sind jetzt ganze 10 Dezibel leiser. Und somit solltet auch ihr in diesem Raum mit dieser Kühlbox schlafen können. Und ich persönlich, mich würde das jetzt gar nicht so wirklich stören. Wir haben das in unserem Offroad-Anhänger stehen und oben im Dachzelt sollten wir davon nichts mehr hören, zumal der Kompressor mit dem Lüfter ja auch nicht die ganze Zeit läuft. Solltet ihr aber das in eurem Camper haben und nicht schlafen können, dann ist das auf jeden Fall die ideale Lösung. In wenigen Schritten mit ganz geringem Werkzeug haben wir das jetzt umgebaut. Solltet ihr keine Grimmzange haben, dann schaut mal in die Videobeschreibung, dort habe ich eine verlinkt. Und ansonsten, den Kühlschrank findet ihr auch dort. Wenn ihr euch sowas kaufen möchtet und vielleicht auch umbauen möchtet, dann ist das auf jeden Fall ein richtig gutes Teil. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Falls ihr noch Fragen haben solltet, dann schreibt es gerne in die Kommentare und lasst gerne auch eine Bewertung für dieses Video da. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal und bis dahin, gute Zeit, tschüss.